Activity 4. In Activity 4, you'll use verb phrases consisting of two parts like Angst haben or Tennis spielen. We'll give you the components of the sentence, for example, Ich Tennis spielen morgen. You form the sentence. Ich spiele morgen Tennis. Remember, the finite verb is the second element and, drumroll, ta-da! Anything that completes the idea of the verb goes at the very end. For this exercise, start with the subject. Let's start. Ich Tennis spielen morgen. Ich spiele morgen Tennis. Claudia? Tennis spielen. Heute Abend. Claudia spielt heute Abend Tennis. Anna? Schach spielen? Morgen. Anna spielt morgen Schach. Peter? Einkaufen gehen? Morgen. Peter geht morgen einkaufen. Ich? Einkaufen gehen? Heute. Ich gehe heute einkaufen. Ich? Zeit haben? Viel. Ich habe viel Zeit. Die Studenten? Viel Geld haben? Nicht. Die Studenten haben nicht viel Geld. Die Kinder? Ins Kino gehen? Morgen. Die Kinder gehen morgen ins Kino. Wir? Ins Kino gehen? Alle. Wir gehen alle ins Kino.